Vielleicht Perfekt. haben Sie sogar Lust, ja ein bisschen was von sich zu erzählen erst, dann wäre es auch toll. Das machen wir sehr gerne. Das machen wir, Perfekt. genau. Ja, perfekt, dann hat das ja jetzt geklappt. Ja, Kira, möchtest du? Dann, ja, dann würden wir jetzt einfach mal starten. Genau. Also, ja, guten Tag nochmal, Herr Professor Adrian. Vielen Dank für Ihre Zeit und für Ihre Bereitschaft, dass Sie heute an dem Interview teilnehmen. Wir wollten jetzt nochmal kurz sagen, wie wir auf Sie aufmerksam geworden sind. Also, wir haben Ihre Vorlesungsreihe Künstliche Intelligenz und rechtliches Entscheiden verfolgt. Und dann sind wir auch ja relativ schnell auf Ihre Publikationen gestoßen und uns ist dann allgemein einfach aufgefallen, ja, dass Sie ja mit Ihrem wissenschaftlichen Schwerpunkt im Bereich Legal Tech genau die Expertise mitbringen, die wir aktuell für unsere wissenschaftliche Arbeit brauchen. Und ja, im Rahmen unseres Seminars am Lehrstuhl von Professor Hinz beschäftigen wir uns mit dem Einsatz von erklärbarer künstlicher Intelligenz in den Rechtswissenschaften. Und durch Gespräche mit Experten aus unterschiedlichen Gebieten sollen bereits bestehende oder mögliche Einsatzgebiete von XAI ja, in den Rechtswissenschaften identifiziert und eine mögliche Notwendigkeit von XAI herausgearbeitet werden. Dann würde ich jetzt kurz starten mit einer kleinen Vorstellungsrunde unsererseits. Also ja, wie gesagt, wir sind drei Masterstudenten von der Goethe-Uni. Wir sind aktuell im dritten Semester. Wir studieren BWL und belegen alle drei auch den Schwerpunkt Information Management. Genau. Und jetzt, ja, wenn Sie wollen, können Sie auch kurz was zu Ihrer Person erzählen, vielleicht Ihren Werdegang und was Sie beruflich so machen. Ja, gut, kann ich natürlich kurz machen. Also ich bin hauptberuflich ja nicht Hochschullehrer oder so, sondern eben Notar. Das heißt, ich bin einfach hauptamtlich tätig hier in Nürnberg als beurkundender Notar und eben sozusagen nebenberuflich in Anführungszeichen Honorarprofessor hier an der Erlanger Universität, Erlangen-Nürnberg, Friedrich-Alexander-Universität, FAU. Und da bin ich eben im Fachbereich Rechtswissenschaft an der juristischen und wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät Honorarprofessor angehängt an den Lehrstuhl von Hans Kuttlich, der eben sozusagen zwar Strafrechtler, aber eben auch Rechtsphilosoph ist und sozusagen die ganze Methodenlehre Rechtstheorie, für die ich die Lehrbefugnis sozusagen habe, die gehört sozusagen zur Rechtsphilosophie. Und deswegen bin ich auch bei Hans Kuttlich aufgehängt, der sich gut um mich kümmert. Aber der Punkt ist, was Sie hier natürlich mehr interessiert, ist, wie komme ich jetzt zu AI? Und ja, ich arbeite im Wesentlichen sehr eng zusammen mit den Warenexperten, nämlich hier mit Michael Kohlhaase, Lutz Schröder, Stefanie Ewert und auch Andreas Mayer. Das sind alles Leute, die entweder in der Korpuslinguistik arbeiten, wie Stefanie Ewert, oder eben an der Technischen Fakultät bei uns hier an der FAU. Wir haben eine sehr starke Informatik bei uns. Und das ist eben die große Stärke an unserer Universität, dass wir hier eben praktisch nur über die Straße gehen müssen und alles unter einem Dach der FAU findet sich, nämlich die Rechtswissenschaft und eben die Informatik. Und die Leute sind die uns helfen können, unsere Juristerei zu technisieren, wenn man so will, zu technisieren und eben AI-Einsätze zu machen. Und ich hoffe, dass ich so viel von denen gelernt habe, dass ich ihre Fragen heute beantworten kann. Notfalls müssen wir die Techniker sozusagen dazu holen, die sind da die wahren Experten. Ja, vielen Dank Ja, für perfekt. die Genau, danke für die Vorstellung. Dann können wir auch gleich schon in das Interview einsteigen. Vorab habe ich noch mal einmal den Hinweis. Also wenn wir gleich das Interview durchführen, ja, bitte erzählen Sie uns einfach alles, was Ihnen zu den jeweiligen Fragen einfällt. Einladung. Also uns ist nichts unwichtig oder uninteressant. Also von uns ist es gewollt, dass Sie auch weiter ausholen und ja, mit uns Ihre subjektive Erfahrung und Einschätzung teilen. Ist bei mir natürlich sehr gefährlich, aber gut. Sehr gut. Ja, dann kommen wir auch nun zu den Fragen. Also wie gesagt, ne, fühlen Sie sich frei, bei Ihren Antworten weit auszuholen und wir schätzen auch ja, subjektive Meinungen zu den unterschiedlichen Themen. Also der Fokus unserer Forschungsfrage liegt auf der erklärbaren künstlichen Intelligenz. Aber zum Einstieg wird uns jetzt interessieren, wo Sie bereits Erfahrungen allgemein mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz gemacht haben. Zum Beispiel als Notar oder während Ihrer Forschungstätigkeit oder bei Ihrer früheren Stelle bei Siemens. Genau, können Sie einfach mal erzählen.
Ja, ist sozusagen eine schwierige Frage jetzt für mich, weil natürlich ich die meisten Erfahrungen mache mit der Thematik im Rahmen der wissenschaftlichen Tätigkeit an der Universität und nicht so sehr jetzt im handwerklichen Bereich, in Anführungszeichen, beim Notarberuf. Jetzt kann man sagen, in der Rechtsabteilung der Siemens AG, beziehungsweise jetzt Energy AG, gibt es ja den Martin Kurze, der ja bei mir auch Gastreferent schon öfter war in meinen Veranstaltungen, der dieses Vertragsprüfungstool sozusagen vorgestellt hat, das ja tatsächlich im Einsatz ist. Dieses Vertragsprüfungstool funktioniert ja tatsächlich durch die semantische Suche, wenn man so will, mit Machine Learning. Und insofern kann man da natürlich davon sprechen, dass da künstliche Intelligenz im Einsatz ist in der Rechtsabteilung. Sowas haben wir in dem Sinn nicht im Notariat. Das ist im Wesentlichen Großkanzleien vorbehalten, die halt solche großen Verträge mit 300 Seiten hier prüfen. Wir spielen natürlich wissenschaftlich auch mit Vorgängen, die im Rahmen des Notariats relevant sind. Ich halte jetzt demnächst zusammen mit meinem Sohn, der Informatiker ist, jetzt um 14 Uhr in meiner eigenen Vorlesung praktisch einen kleinen Vortrag und wir führen quasi eine Entwurfsmaschine vor, die man im Notariat einsetzen könnte. Die haben wir sozusagen prototypisiert gebaut. Das heißt, hier baut man sozusagen aus Eingabemasken komplexe Entwürfe zusammen. Sowas gibt es im Grunde schon auch auf dem Markt. Weiß was ich hier, bau dir dein eigenes Testament, da klickt man dann was an und am Schluss kommt ein Text raus, den man dann eigenhändig abschreiben kann. Die Frage ist, ist das jetzt schon künstliche Intelligenz? Ja, das führt im Grunde jetzt zu dem ganz großen Thema, was ist überhaupt künstliche Intelligenz? Und am Schluss natürlich zu Ihrem Problem XAI. Ja, jetzt muss man im Grunde verstehen, dass es im Grunde zwei große Bereiche von KI gibt. Es gibt die Good Old Fashioned AI, das sind die alten Expertensysteme, das ist die sogenannte symbolische KI. Und wenn man mal ehrlich ist, alles, was die symbolische KI macht, ist absolut erklärbar. Insofern wäre ja eine erklärbare KI tatsächlich die Good Old Fashioned AI. Und tatsächlich ist das, was wir auch benutzen, wenn man so will, im Sinne von Expertensystemen für diesen Entwurfsautomat, den wir dann da vorstellen, zum Beispiel fürs Notariat. Und es ist halt nur die Frage, ist es jetzt schon so komplex, dass man von künstlicher Intelligenz spricht? Also im Grunde ist das der Ausstieg in die höhere Komplexitätsstufe. Wenn da Kombinationen berechnet werden, die vollständig nachvollziehbar sind, die aber sozusagen händisch vom Menschen nicht so ohne weiteres gemacht werden können, dann haben wir sozusagen den Ausstieg in die höhere Komplexitätsstufe. Und dann kann man natürlich im Grunde davon Komplexität sprechen, die künstliche Intelligenz sozusagen rechtfertigt als Bezeichnung. Und insofern wäre es so, wenn man das jetzt sehr positiv auslegen wollte, dass wir natürlich auch schon hier mit Expertensystemen und Kombinatorik arbeiten im Bereich des Notariats zum Beispiel. Oder vielleicht künftig, weil es ist ja noch prototypisiert. Die Frage, ob jetzt sozusagen XAI vorliegt, hängt ja sozusagen als Annex eher an der anderen Art der KI, nämlich an der subsymbolischen KI. Die subsymbolische KI ist sozusagen die KI, die heute typischerweise unter KI verstanden wird. Und der Hype der ganzen KI-Forschung ist ja sozusagen eher Mustererkennung und nicht so sehr Expertensysteme. Also es ist eben subsymbolische KI und nicht symbolische KI. Und weil aber am Schluss die symbolische KI ja symbolisch, pardon, die subsymbolische KI eben subsymbolisch ist, also sozusagen keine bedeutungstragenden Zeichen verarbeitet, sondern eben statistische Korrelationen, ist alles, was die subsymbolische KI, also die Mustererkennung macht, halt per se nicht erklärbar. So, und jetzt kommt die neue Erfindung. Jetzt will man natürlich die Erklärbarkeit der subsymbolischen KI irgendwie trotzdem haben. Und jetzt sind wir bei Ihrem Thema XAI. So, und das ist im Grunde zunächst einfach, wenn man mal ehrlich ist, ein Buzzword. Ja, so wie Legal Tech ein Buzzword ist oder war, ja, so ist AI im Grunde ein Buzzword, ja, weil man es gar nicht unterscheidet in die Good Old Fashioned AI, symbolisch, subsymbolisch. Und jetzt habe ich XAI als neues Buzzword, weil ich halt eine große Problematik habe bei der Mustererkennung, nämlich die Erklärbarkeit. Ja. Ich kann statistische Korrelationen abbilden. Ja. Die sind auch so komplex, dass man eben nicht sich erklären kann, wie die vom Input auf den Output kommen, die Blackboxes dieser symbolischen KI-Maschinen. Ja. Und jetzt hat man die Hoffnung, dass man das irgendwie erklären kann. Und jetzt ist die Frage, wann liegt denn dann jetzt XAI vor? Ja. Und im Grunde ist die Frage, was will ich denn da überhaupt erklären? Und vielleicht schieben wir das nochmal auf die nächste
Kategorie Ihrer Fragen, weil die eigentliche Frage, die Sie gestellt haben, war ja, was habe ich da für Erfahrungen? Naja, und wenn Sie mich jetzt fragen, was habe ich dann in der subsymbolischen KI für Erfahrungen, dann kann ich eben sagen, okay, da haben wir zum Beispiel die Erfahrung des Vertragsprüfungstools in der Rechtsabteilung. Wir haben selber einen Chatbot gebaut, den haben wir schon vorgestellt in meiner Vorlesung über Compliance-Fragen, wo man sozusagen als Mitarbeiter die Maschine fragen kann, ja, mir will jemand von unserem besten Kunden XY hier Karten schenken, Eintrittskarten für das nächste Spiel des 1. FC Nürnberg. Ja. Das ist sozusagen eine Zuwendung, ja. Außer manche sagen es eher Zumutung, weil der Club gerade so schlecht spielt. Aber jedenfalls die Frage ist, darf ich dieses Geschenk annehmen? Ja. Und dann kommt eben hier eine große Compliance-Richtlinie des jeweiligen Unternehmens zum Zuge und dann kann man daraus feststellen, aha, was weiß ich, wenn es unter 50 Euro ist, geht's. Wenn es über 50 Euro ist, muss man den Dienstvorgesetzten fragen, wenn es das passiert, passiert es so. Wir haben zum Beispiel Compliance-Richtlinien ja, in Anführungszeichen formalisiert und haben eine Maschine gebaut, einen Chatbot, wo man in einem Dialogfeld eingeben kann, in völlig freier, natürlicher Sprache, wie einem der Schnabel gewachsen ist, sozusagen, wie das Problem ist. Und dann tritt die Maschine mit dir in Dialog und fragt, ja, wie wertvoll sind die Karten? Sind sie leitender Mitarbeiter oder sind sie sozusagen Führungspersonal oder nicht? Und je nachdem, wie das ausgeht, kommt dann am Schluss eine Entscheidung der Maschine raus und die sagt dann, du darfst die Karten annehmen, aber du musst das Formular XY ausfüllen und bei der Personalleitung sozusagen hinterlegen oder irgend sowas. Abhängig von den konkreten Compliance-Richtlinien. So, das haben wir auch gebaut. Wie funktioniert das? Im Grunde ist es ein Gemisch. Es ist ein Gemisch aus subsymbolischer KI, weil wir Sprachverarbeitung machen wollen. Ja. Diese freie, natürlich formulierte Sprache gebe ich da in das Textfeld ein. Ich kann schreiben, wie ich will. Jetzt müssen wir hier herausfinden, was die Bedeutung ist. Also semantische Verarbeitung quasi. Das funktioniert durch Mustererkennung. Aber wenn wir dann wissen, welche Informationen rechtlich relevant zu verarbeiten sind, dann läuft im Hintergrund, wenn man so will, ein kleines Expertensystem ab, das die Kombinatorik abbildet. Und so gesehen wäre es eine hybride KI. Jetzt kann ich natürlich fragen, wie erklärbar ist jetzt die hybride KI? Ja, dass regelbasiert ein X zu einem Y führt, das kann ich erklären, weil ich die Wissensdomäne ja repräsentiert habe in der sozusagen symbolischen, im symbolischen Teil meiner Maschine. Aber warum er jetzt sozusagen bei dem Wort Bank, ja, ans Institut denkt, ja, mir wird sozusagen eine Eintrittskarte geschenkt von einem Mitarbeiter einer Bank. Und es handelt sich bei dieser Bank nicht um ein Sitzmöbel, sondern eben um ein Geldinstitut. Das versteht die Maschine aus Gründen, die wir nicht wirklich erklären können. Wir können zwar erklären, wie die Maschine gebaut ist und wie die im Grunde funktioniert, aber wir können nicht unbedingt erklären, wie die Mustererkennung im Detail funktioniert. Es ist alles kein XAI, aber wir haben Erfahrungen, ja, wir haben einen Chatbot gebaut, wir haben ein Vertragsprüfungstool gebaut. Wir haben die Entwurfsmaschine gebaut und da, wo wir am meisten Deep Learning machen, das ist sozusagen unser großes Forschungsprojekt mit der Anonymisierung von Gerichtsentscheidungen und da funktioniert diese Deep Learning-Maschine ja so gut, dass wir jetzt wahrscheinlich tatsächlich demnächst vielleicht sogar ein Startup daraus gründen wollen. Und das ist reine ja, Mustererkennung, ja, die eben bestimmte Textstellen identifiziert durch ein Deep Learning-Netzwerk. Die praktisch ja, zu anonymisieren sind oder noch besser realistisch zu pseudonymisieren sind. Also insofern, natürlich befasse ich mich mit allen möglichen Arten von KI, ja, in allen möglichen Bereichen, aber natürlich im Wesentlichen mit meiner Universitätstätigkeit und nicht als Notar oder als praktizierender Jurist sozusagen, was ja vielleicht eher das Ziel Ihrer Frage war. Ob was erklärbar ist oder nicht, hängt davon ab, welche KI-Welt ich gerade betrete und wie es gemacht ist. Vielleicht zu viel, trotz ausgeholt zu Ihrer ersten Frage. Dankeschön. Nee, das war auf jeden Fall schon mal ein sehr interessanter Einblick. Ja, und es zeigt uns auch, dass Sie bereits eine sehr ausgefeilte Vorstellung davon haben, wie der Einsatz von KI in der Rechtswissenschaft aussieht. Genau, was wir auch gefunden hatten, Sie hatten ja auch einen Artikel veröffentlicht, der Richterautomat ist möglich, Ja. Semantik ist nur eine Illusion. Wenn Sie jetzt beispielsweise an einen solchen Richterautomat denken, spielt die Erklärbarkeit dabei Ihrer Meinung nach eine wichtige Rolle? Ja, also der Punkt ist, genau das ist das Hauptproblem für unsere KI-Anwendungen in der Juristerei. Ich glaube, wir müssen immer erklären können, was wir am Schluss tun. Ich glaube, wir haben eben die Hauptproblematik in der Juristerei darin, dass alles, was am Schluss irgendeine juristische Entscheidung ist, mag es ein Verwaltungsakt sein, eine Formulierung in einem Vertrag oder eben ein Urteil,
Das muss in irgendeiner Form sozusagen, jetzt kommt unter juristischen Gesichtspunkten eine juristische Begründung haben, insoweit erklärbar sein. Und jetzt ist natürlich die Frage genau, was ist denn genau das zu Erklärende bei Ihrer XAI? Ja? Das ist vielleicht der Big Point. Was genau wollen wir denn eigentlich erklären? Und was ich jetzt spontan gesagt habe, ist, wir brauchen eine juristische Begründung. Was ist jetzt eine juristische Begründung? Ja, eine juristische Begründung ist eine Art System, eine Verknüpfung, eine Begriffswelt, in der wir uns bewegen. Ja? Worte, die zu Worten führen, die irgendwas mit juristischer Überzeugung zu tun haben. Und eine logische Begründung wäre, wenn die Regel, wenn A, dann impliziert B gilt und A gilt, ja, dann gilt auch B. Ja, das hat auch Bedeutung. Ja. Das ist eine Erklärung, warum B gilt. Ja, aber das ist keine juristische Begründung. Ja, das ist eine andere Begründung, das ist eine logische Begründung. Und das Problem ist halt jetzt, ob wir sozusagen logische Begründungen in der Good Old Fashioned AI haben, logische Repräsentationen von sozusagen Wissenszusammenhängen. Und diese Wissenszusammenhänge sind, also was repräsentieren wir da für Wissenszusammenhänge? Ja, wir repräsentieren quasi juristisches Domänenwissen in formaler Logik. Ja. So. Jetzt, wenn quasi jedem Symbol der formalen Logik ein Datum der sozusagen juristischen Domäne eindeutig zuordnenbar ist, dann gibt es auch keine Verluste und dann kann ich sozusagen modellieren mit Logik, ja, und maschinellem Schließen, symbolische KI, wie ich von dem A mit der Regel, wenn A, dann impliziert B, auf B komme. Und dann ist B begründet, weil es logisch ableitbar ist und weil jedes logische Symbol sozusagen durch die symbolische KI, die wir verwenden, eine eindeutige sozusagen Repräsentation von irgendwas ist, was in der juristischen Domäne eine Rolle spielt. Ja. Wer Eigentümer ist, der darf vom Besitzer die Herausgabe der Sache nach 1985 verlangen. Das kann ich logisch repräsentieren, sozusagen. Also, so gesehen, was begründen wir? So, was wir als drittes noch, also jetzt haben wir gelernt, wir können was begründen, weil wir was logisch ableiten und dann gibt es logische Regeln und Gesetze, die ein Argument darstellen. Dann gibt es juristische Begründungen, die halt einfach in der natürlichen Sprache durchgeführt werden. Worte folgen auf Worte und führen bei uns zu Assoziationen, die uns irgendwie überzeugen, ja. Und die Verbindung, die Worte in Symbole der Logik zu machen und maschinell zu verarbeiten, das ist eben die große Kunst. Geht da was verloren? Ja, nein. Und das Dritte ist natürlich im Grunde, dass wir auch Begründungen liefern können, warum Maschinen etwas tun. Dann bin ich halt in der Informatik. Vorhin war ich in der theoretischen oder in der Logik, in der Juristerei, in der Logik und jetzt bin ich in der Informatik. Also, wenn ich den Knopf einschalte, dann kriege ich die Maschine Strom, dann geht der Bildschirm an. Das ist ja auch eine Begründung für irgendwas. So, und jetzt müssen wir halt genau wissen, was wollen wir jetzt eigentlich begründen? Was ist das X von XAI? Ja. Und ich meine, es gibt ja Definitionen, die sagen, ja, es muss menschlichen Nutzern ermöglicht werden, zu verstehen, was die Maschine gerade macht, damit die Menschen in die Funktionsweise der Maschine vertrauen. Vielleicht muss ich den Leuten dann weniger juristische Begründungen liefern oder weniger logische Begründungen als viel funktionale, maschinelle Erklärungen, wie funktioniert die Maschine und plötzlich glauben die, hey, toll. So, und deswegen bei dem XAI, das ist eben ein Buzzword, da muss man mal genau untersuchen, was wollen die eigentlich erklären? Und ich sage mal was ganz Hartes, wenn ich jetzt irgendwie erklären will, wie die juristische Domäne, also die natürlichsprachlichen Worte sozusagen zu verarbeiten sind zu irgendwas, was dann natürlichsprachlich da wieder rauskommt und da praktisch irgendwie überzeugt, dann ist es schon schwierig. Dann kann ich vielleicht noch erklären, wie die Maschine funktioniert. Also, ich mache ein Deep Learning-Netzwerk. Ich habe fünf verschiedene Layer. Ja. Ich habe so und so viele Neuronen. Ich gebe vorne folgende Muster hinein, Trainingsdaten. Ja. Ich projiziere jetzt sozusagen mit den Trainingsdaten sozusagen den gewünschten Output. Ja. Ich ändere die Gewichte in den Layern, ja, um sozusagen den Output möglichst auf den Input sauber abzubilden, um sozusagen die Trainingsdaten zu benutzen, um sozusagen dieses Deep Learning-Netzwerk fein zu justieren. Ja. Das kann ich alles manipulieren. Ich erkläre in einem Art technischen Handbuch, was muss ich tun, damit am Schluss mein Deep Learning-Sprachmodell fein getuned ist, um meine Anonymisierungsaufgabe zu lösen. Und dann kann ich messen, ja, dann kann ich ganz klar messen, und das haben wir auch getan, wenn ich jetzt, wir haben bis zu sechs verschiedene Menschen dasselbe Urteil anonymisieren lassen. Und aus der Gesamtsumme aller menschlichen sozusagen Handlungen
einen Goldstandard gebaut, damit ich weiß, wenn so viele Menschen über dieses Urteil nachdenken, mit den konkreten Anonymisierungs- und Annotationsrichtlinien, welche Textstellen markieren die als gefährlich und im Zweifel zu anonymisieren? Und dann haben wir die Maschine gegen diesen Goldstandard, der von Menschen gemacht ist, antreten lassen. Und dann kann man messen mathematisch. Aha, die Maschine erreicht 97% Performance, kommt also sozusagen bei 97% der Textstellen im Recall drauf. Aha, das sind auch die Textstellen, die die Menschen erkannt haben. Und nur 3% findet die Maschine vielleicht nicht oder so. Kann ich das messen? Aber warum die Maschine tatsächlich diese Textstelle findet, das bleibt das Geheimnis dieses Deep Learning-Netzwerks. Darauf bezieht sich das Verhalten. Mein absolutes Lieblingsbeispiel, wie die Korrelation im Deep Learning-Netzwerk verrückt ist und nichts mit Begründung zu tun hat, ist, hat mir eben Stefanie Ebert erzählt, hier meine Partnerin bei dem ganzen Deep Learning-Zeugs, die haben mal sozusagen eine Maschine, eine Mustererkennung gemacht, wo die einfach belletristische Texte eingegeben haben und die Maschine sollte die kategorisieren, sozusagen klassifizieren. Ist das jetzt ein Text von, was weiß ich, Heinrich Böll, Günter Grass, was weiß ich, Charles Dickens, ja? Also kann die Maschine sozusagen Texte klassifizieren und den Autor ermitteln, ja? Das wollten die der Maschine beibringen. Und aus irgendeinem Grund hat, keine Ahnung, wer es jetzt war, was weiß ich, Charles Dickens, eine hundertprozentige Trefferquote bekommen. Und alle waren verblüfft. Warum erkennt die Maschine diesen Charles Dickens als Autor seiner Texte so genau? Bei den anderen hat man viel schlechtere Ergebnisse gehabt. Warum ist das? Hat er so einen spezifischen Stil, dass das sozusagen in den mathematischen Repräsentationen dieses Deep Learning-Netzwerks irgendwie drin ist? Fragezeichen. Und dann kann man versuchen, verschiedene Attribute wegzunehmen, verschiedene Layer auszuschalten und so weiter und irgendwie durch Subtraktion versuchen herauszufinden, sozusagen Subtraktion von Schritten herauszufinden, wie kommt der drauf? Und ganz am Ende sind es draufgekommen. Das war einfach Zufall, weil nur beim Charles Dickens in den Texten römische Ziffern als Abschnittsziffern drin waren. Das heißt, die Maschine hat einfach erkannt, wenn ich einen Text habe und da ist eine römische Abschnittsziffer drin oder zwei, ja, dann ist es Charles Dickens. Punkt. Es hat überhaupt nichts mit dem Stil zu tun gehabt. Und das heißt, man sieht, wie man bei sozusagen Mustererkennung, Deep Learning und so Netzwerken das manipulieren kann durch die Auswahl der Trainingsdaten, ja, durch die Gewichtung dieses Feintunings und so weiter. Und es hat nichts damit zu tun, dass es eine für uns Menschen philosophisch, logische, juristische oder sonstartige Begründung dafür war, das muss ein Text von Charles Dickens sein. Ja, das war einfach Nonsens. Und das ist die ganz große Gefahr, wenn wir sozusagen mit AI im Sinne von Mustererkennung, nicht mit good old-fashioned AI, also mit subsymbolischer KI, wenn wir mit subsymbolischer KI Juristerei machen, dann kriegen wir am Schluss Begründungen, die heißen, wenn es römische Abschnittsziffern sind, muss er bestraft werden. Und das ist Unsinn. Und das ist die große Gefahr, wenn ich sozusagen symbolische KI einsetze in der Juristerei. Deswegen ist die Frage, kann man das irgendwann mal erklären? Und ich weiß nicht, Sie haben eine Zwischenfrage, aber Kein Problem, führen Sie sonst fort. würde ich noch schnell sagen, wie ich mir das vorstelle, wie das funktioniert. Und weil Sie angesprochen haben, der Richterautomat ist möglich, Semantik ist bloße Illusion, da war ich frech, ja, da habe ich eine provokative These geschrieben. Um es jetzt vielleicht ganz kurz, man könnte da stundenlang drüber reden, aber um es jetzt ganz kurz zu machen, wie ich mir das vorstelle. Der Punkt ist, dass sozusagen die juristischen Begründungen, Argumente im Sinne der Argumentationstheorie, im Sinne der juristischen Methodenlehre, ja, also sozusagen juristische Argumente für irgendwas, der ist Eigentümer geworden, weil der 929 Satz 1 BGB funktioniert hat und so weiter und so weiter. Diese Zusammenhänge, die muss man wahrscheinlich in der Good Old Fashioned AI repräsentieren, sonst werden die nie erklärbar. Ich muss also sozusagen diese Wissensdaten vernünftig in einer maschinenlesbaren Wissensrepräsentation unterbringen. Deswegen forschen wir mit den symbolischen KI-Leuten sehr intensiv auf der Frage, wie können wir juristisches Wissen logisch repräsentieren? Welche Logiken brauchen wir überhaupt? Es gibt 600 verschiedene Logiken. Wie können wir maschinelles Schließen organisieren mit verschiedenen Logiken, damit es funktioniert? Aber das ist nicht XAI in ihrem Sinn. So, und jetzt kommt der Spaß, weil es eben symbolische KI ist.
die Sprache, die natürliche Sprache, jetzt muss ich ja sozusagen von den Worten der natürlichen Sprache zu Symbolen in der symbolischen KI kommen, damit am Schluss die maschinellen Schlussverfahren nachvollziehbar funktionieren. Ich muss also sozusagen die uneindeutige natürliche Sprache der Menschen, der Juristen, ja, kondensieren regelrecht in eindeutige maschinenlesbare Symbole, damit ich die in der symbolischen KI verarbeiten kann. So, und wie geht das? Das geht wahrscheinlich, und jetzt kommt es eben nur durch subsymbolische KI. Das heißt, ich muss durch mathematische Repräsentationen, durch Wahrscheinlichkeitsrechnungen, durch statistische Verfahren, eben durch Mustererkennung, durch Deep Learning System, muss ich erkennen können, ob das Wort Baum die Pflanze ist oder der Familienname eines Zeugen. Ja? Obwohl das dieselben Zeichen sind. Und wie unterscheidet sich jetzt der Baum der Pflanze vom Baum des Herrn Baum? Ja, weil sozusagen der Kontext eine Rolle spielt. Und der Kontext ist nichts anderes als Wittgensteinsche Sprachphilosophie. Dass die Bedeutung eines Wortes ergibt sich aus seinem Gebrauch. Und wenn der Satz heißt, der Herr Baum ist rausgegangen und hat in seinem Garten seinen Baum abgesägt, dann kommt in einem Satz zweimal Baum vor. Aber weil es eben Subjekt, Prädikat, Objekt ist, Satzstellung, weil eben sozusagen Herr vor Baum steht, weiß ich, das ist der Name. Beim Pflanzenbaum steht nicht Herr vor dem Baum, also weiß ich, das ist es. So. Dieselben Zeichen Baum werden im hochdimensionalen Vektorraum der Deep Learning Netzwerke durch unterschiedliche Vektoren repräsentiert. Und der Vektor Baum von Herr Baum ist halt viel mehr in der örtlichen Nähe dieses Vektorraums bei anderen Vektoren, die andere Namen wie Adrian oder Hofmann oder so, ja, repräsentieren, während der zweite Baum mit seinem Vektor repräsentiert ist in einem Teilraum dieses hochdimensionalen Vektorraums, der viel mehr in der Nähe ist, wo Strauch, Busch, Pflanzen, sowas stehen. Und dadurch schließt die Maschine rein statistisch, wenn es eine römische Abschnittsziffer ist, ist es Charles Dickens. Wenn das in der Nähe repräsentiert ist, aufgrund des Kontextes von Adrian und Hofmann, ist es wahrscheinlich der Name, dann würde unsere Maschine sagen, lieber mal anonymisieren. Wenn es hinten bei den Pflanzen in der Nähe im Vektorraum, warte mal, also das ist der dreidimensionale Vektorraum, den können Sie sich vorstellen, den haben Sie in der Schule gemacht, jetzt haben Sie einen 10.000-dimensionalen Vektorraum, den kann man sich nicht mehr vorstellen, aber trotzdem funktioniert die Mathematik. Und dann weiß ich, aha, in welcher Nähe von was ist was und was ist typischerweise die Bedeutung von diesen Worten, die wir mathematisch repräsentiert haben. Und das ist im Grunde funktional, wie funktioniert die Maschine, erklärbar, aber nicht sozusagen, ist keine juristische Begründung. Sie können nicht sagen, aha, der wird jetzt bestraft und muss sein Bußgeld bezahlen, weil er gegen die Erlanger Baumschutzverordnung verstoßen hat, weil sein Vektorraum des Wortes Baum sozusagen in der Nähe der Vektorräume von den Worten Strauch, Busch und so weiter lag. Das wäre ja keine juristische Begründung. Deswegen, was genau ist die Begründung vom X? Was ist das Explainable? Und das ist eben die komplizierte Frage. Und ich glaube, da hilft eben sehr viel Wissenschaftstheorie, um eben zu unterscheiden, aha, es gibt Begründungen, es gibt aber auch verschiedene wissenschaftliche Disziplinen, es gibt die Informatik, es gibt die Philosophie, es gibt die Sprachforschung, die Linguistik, es gibt die Juristerei. Und jeder arbeitet mit begründeten wissenschaftlichen Thesen, ja, und die Begründungen sind ganz unterschiedlich. Warum erkennt die Maschine das Wort Baum als Pflanze? Naja, weil da Vektorräume eine Rolle spielen. Das ist eine Begründung für die Informatik. Warum muss der Herr Baum ein Bußgeld bezahlen? Ja, da brauche ich eine Begründung aus der Juristerei. Ja, warum kann ich durch Vektorräume das Wort Baum als Namen von dem als Pflanze unterscheiden? Weil es der Wittgenstein damals schon gewusst hat, dass die Bedeutung des Wortes sich aus dem Gebrauch ergibt und ich sozusagen Kontext mathematisch im Vektorraum repräsentieren kann. Was genau für Erklärung wollen Sie jetzt? Verstehen Sie? Das ist unser Punkt. Und wir Juristen dürfen auf keinen Fall auf dieses Buzzword hereinfallen und glauben, Erklärung ist Erklärung. Nein, ich muss immer zurückfragen, was genau wird jetzt erklärt werden. Und die juristischen Erklärungen, die kommen in meiner ganzen Geschichte nicht vor. Deswegen, wie kann jetzt ein Deep Learning Netzwerk erklären, warum der sein Bußgeld zahlen muss? Das ist kompliziert. Das steckt im Expertensystem der symbolischen KI. Da kann ich sagen, aha, weil im Gesetz steht, wer sozusagen einen Baum umsägt, der muss ein Bußgeld zahlen. Das ist aber andere KI als die, die das Wort Baum repräsentieren kann.
Also soweit wieder mit großem Ausholen. Viele, Ja, zur viele Erklärbarkeit haben wir auch später nochmal ein paar Fragen, wie die ungefähr aussehen kann. Da haben wir auch noch eine Dinge. kleine Schnellfragerunde, da werden wir später nochmal einhängen. Mhm. Aber Kira, wollen wir weitermachen mit den nächsten Fragen? Ja, können wir gerne machen. Oder hast du noch eine Nachfrage? Die hat sich gerade geklärt. Ja. Okay, perfekt. Genau, nee, dann würden wir jetzt in der nächsten Frage auf aktuelle Einsatzgebiete zu sprechen kommen. Und zwar, welche aktuellen Einsatzgebiete von Systemen der erklärbaren künstlichen Intelligenz im Kontext der Rechtswissenschaften sind Ihnen bekannt? Ja, mal ganz provokativ, kein einziges, weil ich eben daran zweifle, ja, dass es überhaupt erklärbar ist. Und wenn, müsste ich sagen, Sie meinen XAI im Sinne erklärbare Mustererkennung. Ich meine XAI im Sinne von nicht Deep Learning, sondern Deep Thinking, ja, im Sinne von symbolische KI, ja, also Deep Inferring, ja, also tiefes Schließen, das wäre sozusagen erklärbare KI im Sinne von Good Old Fashioned AI. Und die erklärbare KI, mal bös formuliert, okay, wie komplex auch immer, die Finanzverwaltung benutzt es und produziert, was weiß ich, 10% aller Verwaltungsakte, Einkommensteuerbescheide, mehr oder weniger vollautomatisch. Das sind alte Expertensysteme. Wir basteln eben sozusagen hier Antworten aus unserem Chatbot mit Logik und so. Aber Vorsicht, Vorsicht, ich habe eben Ängste, dass wir Juristen auf das Buzzword reinfallen, als ob irgendeine Mustererkennung eine juristische Begründbarkeit liefern kann. Das glaube ich nicht. Insofern gehe ich davon aus, es wird keine solche XAI-Anwendung geben können, ja? Sondern es ist, wenn dann ein Missverständnis von dem, was da erklärt wird. Die kann vielleicht statistische Korrelationen sagen und das kann vielleicht eine Erklärung sein. Das ist zum Beispiel für die BWLer tatsächliche Erklärung. In deren Wissenschaft hat statistische Korrelation eine echte Bedeutung, weil es eben darum geht, ja, jeder, der dieses Produkt gekauft hat, hat auch schon mal dieses Produkt gekauft. Hurra, das mehr brauche ich nicht. Aber der Herr Baum zahlt eine Strafe, weil er seinen Baum entgegen der Erlanger Baumschutzverordnung abgeholzt hat. Das kann ich nicht damit begründen, dass es statistisch irgendwie signifikant ist, dass dass es schon 25 Mal verschiedene Personen gab, die Herr Baum hießen und deswegen musste ein Bußgeld zahlen. Also verstehen Sie, das ist ja genau mein Punkt. Ja. Es gibt nicht juristische Begründungen durch statistische Korrelation. Wie soll das gehen? Das gibt es nicht. Es gibt ja mittlerweile auch Methoden wie zum Beispiel Post-Hoc-Methoden, wo man versucht, Deep Neural Netzwerke zum Beispiel erklärbarer zu machen, wie sie statistisch funktionieren. Genau. Und deswegen würde unsere nächste Frage daran anschließen: Wo sehen Sie denn potenzielle Einsatzgebiete hinsichtlich erklärbarer künstlicher Intelligenz, wo man sagt, da wäre es zum Beispiel hilfreich? Man hat ja zum Beispiel am Kompassfall auch gesehen, dass der Einsatz zum Beispiel von KI, die sich nicht erklärt, in der Strafjustiz zum Beispiel zur Diskriminierung führen kann. Also wo würden Sie solche Methoden gerne sehen in der Zukunft und sagen, da wäre es hilfreich, wenn die KI sich zum Teil auch statistisch oder durch bildliche Repräsentationen, zum Beispiel Erstellen von Grafiken, erklärt, um zum Beispiel ein Unterstützungstool darzustellen oder komplett vollautomatisch Entscheidungen treffen. Also wo sehen Sie potenzielle Einsatzgebiete, weil es dort sinnvoll wäre? Also, Sie werden viele Einsatzgebiete von KI bekommen in der Juristerei. Wir arbeiten ja selber an solchen KI-Systemen. Also, sprich, die Anonymisierungsmaschine funktioniert ja durch statistische Verfahren. Ja? Das funktioniert ja. Und Sie haben vielleicht auch Texterkennungssysteme, die helfen in den Massenklagenverfahren. Daran arbeitet die Justiz ja gerade mit Mustererkennung sozusagen. Das funktioniert ähnlich wie das Vertragsprüfungstool, wo man sozusagen 300-seitige Schriftsätze lesbar macht, weil die Maschine sozusagen durch semantische Suche bestimmte Textabschnitte explizit heraushebt. Wo sind die Klageanträge und so? Das gibt es alles schon. Das ist alles okay. Da funktioniert die Statistik, ja. Der Klageantrag steht in 89% aller Fälle irgendwie auf einem Abschnitt, der auf Seite 2 kommt, nach einem, was weiß ich, Antrag Doppelpunkt, ja. Natürlich findet die Maschine das. Das hat aber nichts mit einer juristischen Arbeit zu tun. Das ist im Grunde hochqualitative Office-Tech. Das ist eine Lesehilfe, weil da steckt ja kein juristisches Know-how drin. Also insofern, verstehen Sie, da wäre ich eben vorsichtig.
Ich glaube, dass es viele KI-Anwendungen geben wird für die Juristen und wir sollten uns damit genau befassen, gar keine Frage. Nämlich, wir sollten rechtssoziologische Auswertungen machen. Da brauchen wir Juristen auch Statistik. Ja. Übrigens, kleines Beispiel, die Erlanger Baumschutzverordnung hat ja mehr Bäumen das Leben gekostet, als sie gerettet hat. Weil wenn da drin steht, ein Baum mit dem Stammumfang von 30 Zentimeter oder mehr darf nur noch gefällt werden nach vorheriger schriftlicher Genehmigung der Stadt Erlangen, dann geht jeder Bürger sofort raus und alle Bäume, die kleiner 29 Zentimeter Stammumfang haben, werden sofort gefällt, damit sie nicht nächstes Jahr in die Genehmigungspflicht wachsen. Und insofern, sowas vorauszusehen, das kann eine statistische KI vielleicht leisten. Und das ist schon cool. Ich will das gar nicht kleinreden. Das sind absolut tolle Sachen. Nur ich warne davor, dass die Erklärbarkeit von xAI eine juristische Begründung liefern kann. Da habe ich Bedenken, ob das geht. Vielleicht täusche ich mich, aber derzeit sehe ich das eigentlich noch nicht mehr. Und wir anonymisieren in unseren Urteilen, weil wir juristisch unsere manuellen Annotatoren geschult haben. Wir haben viele, viele Rechtsvorschriften gelesen, um herauszufinden, unter welchen rechtlichen Aspekten muss man denn solche Texte anonymisieren. Aber nur weil wir sozusagen die Trainingsdaten so manipuliert haben, wie wir glauben, dass wir sie manipulieren müssen, haben wir ja noch keine juristische Begründung geliefert, dass das auch richtig ist. Sondern das, was wir geliefert haben, ist, unsere Maschine erkennt so viele Textstellen, dass es kaum einem Juristen gelungen ist, uns eine Textstelle aufzuzeigen, die durch die Maschine nicht anonymisiert wurde, obwohl er gute juristische Gründe dafür liefert, dass wir sie hätten anonymisieren sollen. Das ist ja ein völlig anderer Punkt. Ja, und insofern, natürlich benutzen wir AI. Natürlich können wir gewissermaßen erklären, was wir da tun. Aber das ist keine juristische Begründung, dass wir dass die Maschine deswegen hoheitlich eine Entscheidung getroffen hat, so und nicht anders ist zu anonymisieren. Da gab es keinen Subsumptionsvorgang, wo die Maschine irgendwie eine Rechtsvorschrift auf einen Einzelfall angewendet hätte. Vorsicht, Vorsicht. Das ist was völlig anderes. Und deswegen befürchte ich persönlich kenne keine XAI-Anwendung in der Juristerei. Nein, das ist ja schon. Selbst wenn es eine gäbe, aber das X bezieht sich wohl nicht auf juristische Argumente. Also wenn Sie eine kennen, ich bin begeistert und würde gerne dazulernen, aber ich würde mich wundern, wenn es eine gäbe. Aus Ja, genau. erkenntnistheoretischen, aus wissenschaftstheoretischen Gründen, ja, das ist der Punkt. Genau, das ist ja auch unsere Problematik aktuell in der Literatur. Es ist schwer, Anwendungsbeispiele zu finden. Es wird Ja. mehr von potenziellen Einsatzgebieten geredet, wie zum Beispiel in der Strafjustiz, weil zum Beispiel ist es ja so, dass mittlerweile Richter auch durch KI in ihrer Entscheidung, zum Beispiel in der Festsetzung von Kaution oder so, unterstützt werden. Und da gab es ja dann häufig auch die Fälle, dass man festgestellt hat, dass Systeme rassistisch engagiert waren und fortgeschritten sind und dass man das erst feststellen konnte, nachdem man solche Methoden wie Post-hoc-Methoden angewendet hat. Ja, klar. Und genau, und deswegen war unsere Frage, sehen Sie zum Beispiel einen Einsatz von der Polizei oder in der Strafjustiz oder in anderen Bereichen, wo Sie sagen, da muss auf jeden Fall verstanden werden, wie auch das neuronale Netzwerk funktioniert. Also ob Sie Also. da gewisse Bereiche nennen, wo Sie sagen, da sollte es auf jeden Fall stattfinden, in was für einer Form auch immer, natürlich nicht in der semantischen Sprache, aber auch zu erklären, okay, zum Beispiel im Strafjustiz wurde dann festgestellt, dass die Rasse der Person oder die Hautfarbe eine Ja. extrem besondere Rolle gespielt hat in der Auswertung, wo Ja, man dann sagen kann, das System arbeitet falsch. sorry, jetzt verstehe ich erst vielleicht, was Sie eigentlich wissen wollen. Ja. Sie wollen Erklärbarkeit auf das Thema, kann ich erklären, warum diese technische Anwendung geeignet ist für Juristerei? Das ist ja nochmal wieder andere Erklärbarkeit. Ja. Ja. Ich habe Ihnen jetzt gesagt, Erklärbarkeit in der Informatik, wie funktioniert das System? Erklärbarkeit in der Juristerei, was ist ein juristisches Argument? Erklärbarkeit in der BWL, welche statistischen Korrelationen kann ich bei den Marktteilnehmern beobachten? Das sind alles unterschiedliche Argumente aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen. Und man darf nicht von einer Disziplin auf die andere schließen. Was bei Ihnen jetzt eine Rolle spielt, ist, im Grunde meine ich die Erklärbarkeit des Informatiksystems. Das heißt, Sie wollen wissen, wie funktioniert das Deep Learning-Netzwerk? Und kann ich, weil ich jetzt weiß, wie die Trainingsdaten zustande gekommen sind und wie sozusagen die Layer gewichtet sind und solche Sachen, kann ich dadurch erklären, warum ich mir nicht traue, jetzt eine juristische Aufgabe zu lösen? Verstanden, ja. Das wäre eine Art, wie ich XAI verstehen kann, zugegeben. Und ich glaube, das kann durchaus sein, dass das geht.
Und dieses Kompass-Zeugs hat es ja auch bewiesen, oder auch dieses Strafzumessungsthema von der Kölner Forschungsgruppe und so weiter, wo die sozusagen Strafzumessungsregeln sozusagen durch Mustererkennung mal versucht haben, in den Urteilen zu detektieren. Das kann ich alles machen. Das Problem bei Kompass und bei solchen Diskriminierungs-, bei diesen Bias-Themen, es ist ja auch ein bisschen vielschichtig. Wo kommt der Bias am Schluss her? Ja? Kommt der Bias tatsächlich daher, dass die Richter, die humanoiden Richter, tatsächlich Rassisten waren und haben tatsächlich rassistische Urteile gemacht? Und wir haben es nur deswegen erkannt, weil wir halt jetzt mal ein größeres statistisches Sample ausgewertet haben, weil wir halt Trainingsdaten durch Maschinen gejagt haben. Oder war es so, dass die Richter alles richtig gemacht haben, dass aber die Urteile, die übrigens ja nicht einfach so in die Maschine geschmissen werden können, das ist ja ganz wichtig zu verstehen. Die Maschine versteht keine natürliche Sprache, sondern das sind die Urteile als Trainingsdaten erstmal getaggt worden. Das heißt, da geht man durch manuell und findet bestimmte Attribute und leuchtet die an, beziehungsweise liest diese Informationen aus den Urteilen heraus. Und da hat man eben zum Beispiel herausgelesen, wo ist der Betroffene wohnhaft gewesen. Ja? Und das war ja die Vermutung, dass sozusagen die Zuordnung oder dass die Aufnahme sozusagen des Attributs Wohnort am Schluss zu diesem Bias geführt hat. Ja? Und insofern, das heißt, der Bias kann entweder bei den Richtern schon im Kopf gewesen sein und hat sich in den echten natürlichsprachigen Urteilen ausgewirkt, Möglichkeit 1. Oder der Bias ist sozusagen irgendwie aus Versehen im Kopf oder nicht im Kopf gewesen bei demjenigen, der die Trainingsdaten konfiguriert hat. Das heißt, der hat die Tags so gesetzt, dass es aus Versehen zu einem Bias kam. Ja. Oder das Dritte ist, das Allerschlimmste, das darf man vielleicht gar nicht laut sagen, es ist gar kein Bias, sondern es ist dummerweise so, dass statistisch tatsächlich die armen Leute, die sozusagen einen schlechten sozialen Hintergrund haben, schlechtere Prognose haben. Ich weiß es nicht, verstehen Sie? Und wir haben nur die Hoffnung, dass es sozusagen mit der Hautfarbe nichts zu tun hat, aber in Wahrheit ist es so. Ich weiß es nicht, ich will das nicht behaupten. Ich sage nur, wo kommt der Bias genau her? Auch das ist ein kompliziertes Thema. Ja. Und insofern natürlich, diese ganzen Überlegungen sind extrem wichtig. Wir müssen Maschinen bauen, die eben versuchen, Bias, den es schon gibt, aufzudecken oder Bias, den es noch nicht gibt, nicht zu produzieren oder Bias, den es schon gibt, vielleicht für die Zukunft abzuschalten, bin ich absolut bei Ihnen. Und da müssen wir interdisziplinäre Teams bilden, weil das eine Kombination ist aus, wann ist überhaupt etwas ein Bias? Ja, also wann ist überhaupt eine Ungleichbehandlung von Gleichartigem gegeben? Vorsicht, Vorsicht. Und wann ist eine Gleichbehandlung von Ungleichem gegeben? Ja, das ist der Dreigrundgesetz. Es ist nicht so, dass alles irgendwie gleich sein muss, sondern das ist Gleiches muss gleich und Ungleiches ungleich behandelt. Das ist kompliziert. Das kriege ich gar nicht so immer ohne weiteres hin. Dafür brauche ich die Experten und das sind die Juristen. Die drücken sich in natürlicher Sprache aus. So, und die müssen das den Informatikern und den Data Scientists in dem Fall erklären und sagen, hört mal zu, bereitet mal die Rohdaten so auf, dass am Ende die Trainingsdaten, die ja nur Ausschnitte der Rohdaten darstellen, nicht plötzlich diskriminierend aufbereitet wurden. Und dann muss ich es durch die Maschine anschauen, was passiert. Dann muss ich evaluieren und messen und. Bin ich absolut bei Ihnen. Ob das sozusagen statistische Verfahren erklärbar macht, weiß ich nicht. Was wir hier erklärt haben, ist, ob ein nicht erklärbares statistisches Verfahren zufällig für juristisch zu begründende Prozesse einsetzbar ist. Ich bin nicht sicher, ob das wirklich der Begriff des XAI ist. Man hat die Hoffnung, dass ich sozusagen semantische Begründungen bekomme, obwohl ich statistische Verfahren einsetze. So habe ich immer verstanden. Das kann aber auch falsch sein. Aber da muss man Dinge unterscheiden. Das ist kompliziert. Ja, wir haben jetzt aber eine ganz gute Brücke zur nächsten Frage. Also wir haben ja jetzt gerade schon über sowas wie Bias-Erkennung und sowas gesprochen. Und das ist ja auch in der Literatur ja eine Chance, die man halt ja nennt im Zusammenhang mit XAI-System, dass man es dadurch erkennen und aufdecken kann. Wo sehen Sie denn potenzielle Chancen durch den Einsatz von XAI-Systemen? Können Sie es nochmal sagen? Wo ich sehe ich es? Potenzielle Chancen durch den Einsatz von XAI-Systemen. Also da haben wir insbesondere an sowas gedacht wie eben Bias-Erkennung. Also Diskriminierung, Erkennung oder auch zum Beispiel, es gibt ja auch gesetzliche Grundlagen, wie zum Beispiel die Datenschutzverordnung, die ja ein Recht auf Erklärung bietet, wenn durch die KI Entscheidungen getroffen werden, solche Themen. Also wo sind die ja. Chancen?
Also die Datenschutzverordnung verlangt eine juristische Begründung. Und da ist meine klare Auffassung, das wird ein statistisches Verfahren nie geben können. Das ist eine andere Erklärbarkeit. Ansonsten, den wichtigsten Einsatz von Mustererkennung sehe ich in unserem juristischen Bereich in der Sprachverarbeitung. Das ist der entscheidende Punkt, ja. Ich muss am Ende Informationen herausholen aus natürlich sprachlichen Texten. Eben Wittgenstein, der Gebrauch bestimmt die Bedeutung. Und das ist ein statistisches Thema. Da muss ich sozusagen die Häufigkeit von wie werden Worte in welchem Kontext gebraucht analysieren. Da ist die stark die Mustererkennung. Das können die anderen Systeme sozusagen nicht. Aber dass wir juristische Begründungen liefern, das sehe ich keine Anwendungschance. Das wird keine juristische Begründung sein. Es sind andere Arten von Begründungen und es wird, die KI wird uns nie erklären können, warum der Herr Baum seine Bußgelder zahlen muss. Ja. Ob die KI einen Bias erkennt, da wäre ich vorsichtig. Diese Kompassgeschichte, wenn ich es richtig verstanden habe, war so, die KI hat irgendwas gemacht. Die hat Ergebnisse erzeugt. Klar, jede Mustererkennung, jede subsymbolische KI erzeugt ein Ergebnis. Das wird nie das Problem sein. Ja, die Frage ist, war das Ergebnis biasfrei? Und dann hat man festgestellt, nein, da gab es eine überproportionale, sozusagen, eine überproportionale Einschätzung der sozusagen Wiederholungstäter-Eigenschaft bei sozusagen schwarzen Menschen, oder wenn ich es richtig verstanden habe. So, das hat ja nicht die KI erkannt. Die KI hat es gemacht und wir haben erkannt, dass die KI was Falsches gemacht hat. So war es ja. Also die Hoffnung, dass die KI ein Bias erkennt, ist ein bisschen komisch, finde ich. Wie durch den Einsatz von KI lernen wir, dass wir aufpassen müssen, wie wir KI einsetzen, damit wir keinen Bias veranstalten. So würde ich sagen. Ja. Aber die KI wird nicht, ich weiß nicht, natürlich können Data Science da jetzt besser berichten, wie sie das sich vorstellen. Die können natürlich Daten auswerten. Das ist vielleicht auch wieder eine KI-Anwendung. Aber das Problem ist ja, dass hier Kompass im Grunde erst eine Maschine war, die eben nicht biasfrei gearbeitet hat. So habe ich es verstanden. Genau, darum geht es auch eigentlich, dass man sozusagen ein KI-System hat, das nicht biasfrei oder das aufgrund ein Bias hat, aber in dem halt eine Erklärbarkeit geschaffen wird, zum Beispiel genau gesagt wird, welche Paragraphen aus Dokumenten oder welche genauen Charakteristiken für die Entscheidung wichtig war, kann man als Jurist oder als wissenschaftliche Person dann erkennen, welche gewisse Faktoren wichtig waren für die Entscheidung und daraus dann vielleicht erkennen, ob ein Bias da ist. Das bedeutet, indem das System sich selbst erklärt, welche Gewichtungen es vorgenommen hat, ist es einfacher, Bias zu erkennen, anstatt dass das System von alleine sagt, okay, hier liegt ein Bias vor. Also darum geht es eher in der Erklärung. Also ich erinnere ein bisschen dran, ne? Charles Dickens und römische Abschnittsziffern. Ja? Ja. Wir verarbeiten statistische Daten aus der Mathematik. Das sind Zahlenkolonnen. Ja? Das sind Vektoren in Vektorräumen. Wo soll da ein Bias drin sein? Der Bias entsteht, weil wir Semantik benutzen. Die Maschine benutzt keine Semantik. Die benutzt mathematische Statistik. Das heißt, es ist unsere Beurteilung, ob da ein Bias vorliegt oder nicht. Und es ist vor allem die Konfiguration der Trainingsdaten, die sozusagen fehlerhaft sein kann, in unserer Beurteilung der Semantik später, wenn wir quasi die Mathematik, die aus der Maschine kommt, wieder übersetzen in natürliche Sprache oder in sozusagen semantische Bedeutung in unserer realen Welt. Ja. Also da müssen wir aufpassen, dass wir nicht da zu viel hineingeheimnissen, was eine KI kann. Eine KI ist nicht intelligent. Ich mache immer den Witz, die CIA ist die Central Intelligence Agency. Ja? Da ist auch Intelligence drin. Ja? Und in AI ist Artificial Intelligence auch. So. Kein Mensch würde auf die Idee kommen, das können Sie übrigens nochmal bei DeepL eingeben, wenn Sie da sozusagen Intelligence eingeben, ja, dann kommt was anderes raus, als wenn CIA eingeben. Also es soll heißen, kein Mensch hält die CIA für intelligent. Ja? Das ist eine Untersuchungsbehörde. Ja? Das heißt, warum halten wir alle die AI für intelligent? Das ist einfach eine Maschine, die mir hilft, statistische Untersuchungen durchzuführen. Das heißt AI. Da steckt null Begründung drin. Okay. Das ist reine statistische Untersuchung. Sie müssen AI, bei I müssen Sie nicht als intelligent übersetzen, sondern als Untersuchung. Artificial Intelligence ist künstliche Untersuchung, so wie CIA
Central, also zentrale Untersuchungsbehörde heißt und nicht zentrale Intelligenzbehörde. Verstehen Sie? Das ist, am Ende ist die ganze AI-Hype-Diskussion ein riesen Übersetzungsfehler. Ja. Und da stürzen sich natürlich alle möglichen Leute drauf, die glauben, oh, klasse, ja, der Cyborg, der intelligent ist. Das ist alles Science-Fiction. Die Realität sieht ganz anders aus. Das sind Mathematiker zugange, die natürliche Sprache in hochdimensionalen Vektorräumen sozusagen repräsentieren und dann macht man da mathematisch was damit. Und ganz am Ende kann die Funktionalität der Maschine für uns irgendeinen Spaß auslösen. Aber wenn die Funktionalität bedeutet, wenn römische Abschnittsziffer, dann Charles Dickens, hat es halt mit dem, was wir am Schluss eigentlich wissen wollten, die Stilrichtung von Autoren zu erkennen, 0,0 zu tun. Und das muss einem klar sein. Es gab einmal, ich sage ja auch immer den Spaß, wer fliegen will, der darf nicht die Vögel imitieren, der muss Flugzeuge bauen. Das heißt, wer juristische Begründungen mit Maschinen machen will, der darf nicht versuchen, die juristische Methodenlehre, die mit sprachlicher Semantik arbeitet, in Maschinen hinein zu geheimnissen. Das wird nie funktionieren, sondern der muss was vollkommen anderes bauen. Und zufällig passen Korrelationen auch auf die Funktionalität, die wir Juristen brauchen. Ein Flugzeug fliegt aus ganz anderen prinzipiellen Gründen als ein Vogel. Ja. Eine KI funktioniert für Juristerei aus ganz anderen, prinzipiell ganz anderen Gründen als die juristische Methodenlehre der natürlichen Sprache im Denken der Juristen. Das ist vielleicht ein ganz wichtiger Punkt. Und wir dürfen das nicht vermischen. Wir müssen wissenschaftstheoretisch alles genau auseinanderhalten. Was ist eine Begründung für was, in welcher Disziplin? Also ich bin da skeptisch. Aber das Charles Dickens Beispiel zeigt ja auch so ein bisschen sehr gut, dass ja in dem Fall die KI ja die eigentliche Aufgabe teilweise verfehlt hat, weil es ging ja darum, in der Texterkennung Beispiele zu finden, um dort dann den Autor festzustellen und nicht anhand von römischen Zahlen. Und so kann man ja dann, dann die Informatiker gegensteuern und dann sagen, okay, wir müssen das vielleicht umändern, dass sie nur anhand des Textbeispiels. Die Maschine hat nie einen Fehler gemacht. Ja, stimmt, weil sie hat ja hundertprozentig erkannt. Die Trainingsdatenkonfiguration war fehlerhaft, weil der Linguist, ja, der Stilerkenner mit dem Informatiker nicht so tief nachgedacht hat, wobei das kann er gar nicht vorausdenken, das kannst du experimentell feststellen, dass die Trainingsdaten eben nicht homogen waren. Und dass das sozusagen nicht homogen ist, ist so evident, dass wir darüber lachen und einen Spaß bei dem Beispiel haben. Aber Ihre Probleme mit dem Bias sind ja viel komplizierter. Es ist ja gar nicht evident erkennbar. Ja? Wo steckt der Bias? In welchem Abschnitt des Vektors im hochdimensionalen Vektorraum steckt jetzt komischerweise immer dieses Bias-Thema drin? Ja. Also das ist das Problem. Wir Juristen dürfen nicht mit unserer Begriffswelt die Begriffswelt der Informatiker sozusagen interpretieren und umgekehrt. Wir müssen in unserer Disziplin bleiben. Und was die Maschine kann, ist statistische Korrelation. Punkt. Und die Kunst besteht darin, eine statistische Korrelation zu entdecken, die zufälliger juristische Bedeutung hat. Ja. Da gibt es ganz wenige, wenn überhaupt. Und wir haben viel zu viel Missverständnis zwischen den Disziplinen und deswegen fallen wir zu sehr auf die Fähigkeiten von KI rein. Das ist mein hartes Fazit. Genau, ja, dann haben Sie auf jeden Fall schon einiges auch zur nächsten Frage gesagt, wo wir nochmal genau auf die spezifischen Risiken durch den Einsatz von XAI-Systemen zu sprechen kommen wollten. Haben Sie da gerade noch irgendwas hinzuzufügen, was Sie dazu noch gerne sagen wollten? Eigentlich nicht, nur dass ich dann natürlich noch einen Termin habe. Oh, okay. Ja. Aber dann machen wir. Bis wann haben Sie genau Zeit? Ich sag mal, bis 15 vielleicht. Dann machen wir die Schnellfragerunde doch. Dann machen wir jetzt, genau, dann kommen wir jetzt schnell. Wir haben über die Erklärbarkeit ja schon gesprochen, was so eine Erklärbarkeit mit sich bringen muss. Genau, ja, auf jeden Fall, gut. Wir haben aus einer wissenschaftlichen Arbeit haben wir so eine kleine Schnellfragerunde rausgenommen, die Sie einfach mit Ja, Nein, ob Sie der Aussage zustimmen, ja. Wenn Sie der Aussage nicht zustimmen, nein. Und wenn Sie dazu keine Meinung haben, sagen Sie einfach keine Meinung. Weil hier geht es darum, wie eine Erklärbarkeit in Entscheidungssystemen aussehen sollte. Und einfach den Aussagen zustimmen oder nicht. Also ich soll nur ja, nein oder ich weiß nicht praktisch wählen. Oder Sie haben keine Meinung dazu. Oder, okay. Genau. Das System erläutert Entscheidungsprozess und warum wir zu einem bestimmten Ergebnis gekommen sind. Nein, es zeigt nur Korrelationen in der Statistik an. Schlussfolgerungen werden erklärt, ohne dass das Innenleben des Systems verstanden werden muss. Es finden keine Schlussfolgerungen statt.
beziehungsweise die statistische Korrelation ist, ich bekomme ein A und ich bekomme immer ein B, dann leite ich induktiv die Regel, wenn A impliziert B ab. Also so gesehen, ich erzeuge künstliche Schlussfolgerungen, die aber nichts mit echter logischer Schlussfolgerung zu tun haben, sondern die einfach sozusagen aus der statistischen Korrelation bastle ich mir eine Schlussfolgerung. Genau, das ist ja auch eine Art von Schlussfolgerung aus Statistik. Ja, nur wir schlussfolgern nicht durch die Maschine. Das Ja. wäre ja deduktives System des Good Old Fashioned AI, sondern wir geben der, also mal ganz kurz, ja. Wenn ich eine schlussfolgernde Juristerei mache, dann ist bekannt, wenn A, dann B und A ist bekannt. Und dann schlussfolgere ich also B. Wenn ich einen Machine Learning benutze, dann ist A bekannt und B bekannt. Und die Maschine bringt eine Korrelation zwischen A und B zustande und erzeugt quasi für mich den Eindruck, wenn A, dann B. Da schlussfolge ich nichts, sondern der Output ist sozusagen eine Schlussregel, aber es wird nicht schlussgefolgert, es wird korreliert. Aber das ist der Witz zwischen Deduktion und Induktion. Und das sind deduktive Systeme, ist Good Old Fashioned AI, und induktive Systeme sind statistische, subsymbolische Systeme. Dann C, es ist eher für einen Softwareentwickler nützlich als für einen Anwalt. Kann beides nützlich sein. KI-basierte Systeme sind von geringerem Nutzen, ihre Erklärbarkeit ist daher irrelevant. Also Mustererkennungssysteme sind von großem Nutzen, um die Sprache zu verarbeiten, aber mit denen kann man keine Schlussfolgerungen ziehen. Das sind induktive Systeme und keine deduktiven. E, die von einem Computersystem gegebenen Erklärungen sind in der Regel nicht ausreichend, müssen durch juristische Hintergrundwissen ergänzt werden. Nicht ergänzt, sondern die Computersysteme bringen einen Output in der Welt der Statistik, der Mathematik, die wir semantisch interpretieren, diese Outputs. Und wir können uns beim Interpretieren verhauen. Ja, genau das Aber war's. sozusagen, E bedeutet natürlich, ich brauche vorne einen Juristen, der die Trainingsdaten mithilft zu konfigurieren, und ich brauche Genau. hinten einen Juristen natürlich, der die mathematischen Outputs sozusagen in natürlicher Sprache juristisch nicht erklärt, sondern interpretiert. Und dann muss man sagen, jetzt unterhält sich der Informatiker, was hat er getan, und jetzt unterhält sich der Jurist, und beide sprechen miteinander, okay, du hast eine Informatikkorrelation erzeugt und ich habe eine juristische semantische Interpretation drüber gelegt. Ist es so stimmig, dass wir diese Maschine für unsere juristische Aufgabe nutzen können oder nicht? Das wäre die Diskussion, die das interdisziplinäre Team machen muss. Ja, Na gut. Das war's perfekt. dann auch von uns. Genau. Okay. Also ja, vielen lieben Dank, dass Sie teilgenommen haben bei unserem Interview. Also wir wissen das echt sehr zu schätzen, dass Sie sich die Zeit dafür genommen haben. Und es war auch wirklich ein super interessanter Input für uns. Also das wird unsere wissenschaftliche Arbeit in jedem Fall bereichern. Das Recht, subjektive Meinungen zu gewissen Themen, ist uns immer sehr wichtig, und da haben Sie auf jeden Fall viel präsentieren können. Nochmal vielen Dank dafür. Okay, Auf also ich jeden hoffe, ich habe Fall. nicht zu sehr zur Verwirrung beigetragen. Dann viel Glück und ja, Ja, vielen, vielen Dank nochmal für Ihre Zeit. vielleicht bis demnächst mal. Tschüss. Tschüss.